Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und für die freundliche Einführung und die Vorstellung meiner Person. Ich bin Medienwissenschaftler und nähere mich mit medienwissenschaftlichen, aber mediengeschichtlichen Überlegungen an dieses Thema. Ich bin weder ein Jelinek-Forscher noch ein Exportforscher. Das heißt, ich habe eine bestimmte fokussierte Perspektive auf das Material. Und während Sie jetzt so gesprochen haben, habe ich mir gedacht, jetzt haben wir schon 15 Minuten Verspätung. Ich habe eine Anekdote zu erzählen. Die habe ich eigentlich nicht zu erzählen, ich wollte sie nicht erzählen, aber jetzt habe ich sie gehört sprechen. Und jetzt bin ich so in die Laune gekommen, so eine subjektive Geschichte Ihnen näher zu bringen, die mich so auf Umwege sehr berührt. Es ist immer so, ich bin jetzt auch schon älter, dass bestimmte Dinge, die mich so als Teenager oder als Jugendlicher interessiert haben, die ich damals für mich entdeckt habe und mich sozusagen als Jugendlicher auch erfunden habe, wie zum Beispiel, ich bin in Buchhandlungen gegangen und habe dann mir Bücher angeeignet oder Filme angeeignet, die mich umbruchartig verändert haben. Sie kennen ja die fluiden Identitätsdiskurse von Heranwachsenden. Und da gab es ein Ereignis genau an diesem 18.08.88, mit dem ich persönlich etwas zutiefst Bewegendes verknüpfe. Und das ist eben dieses Gladbecker Geiseldrama. Und wie viele Heranwachsende, also Teenager damals, habe ich so Gedichte geschrieben in so Büchern und so weiter. Und immer wenn ich ein neues Buch gelesen habe, habe ich dann genauso geschrieben wie der Autor, den ich gerade gelesen habe. Und dieses Geiseldrama war damals ein Medienereignis, das ich nur intuitiv und naiv konsumiert habe, nämlich als Spektakel. Und mich hat der Tod der Geisel, Silke Bischoff, so bewegt. Es war ein junges, hübsches Mädchen. Und wir wissen, dass junge, hübsche Mädchen sozusagen viel eher ein Medienereignis wären als andere Figuren. Hat mich so berührt, dass ich das Bild aus der Zeitung ausgeschnitten habe und in mein Teenager-Poesie-Album geklebt habe und sozusagen diesen Tod irgendwie betrauert habe, das damals sozusagen durch die Medien gegangen ist. Und über Umwege, also praktisch jetzt über 20 Jahre später, arbeite ich darüber, über den Kommentar von Elfriede Jelinek zu diesem enormen Medienereignis. Das war das größte, wie soll man sagen, das größte Medienereignis, was sozusagen die Vorführung delinquenter, infamer Subjekte im Primetime-TV betrifft, sondern es war ungeheuerlich. Ja, es war ungeheuerlich und hat sich seither nicht mehr wiederholt. Es ist auf YouTube ja überliefert, alles was sozusagen Medien-Fernsehgeschichte ist, wird hier als Legende überliefert. Es ist deswegen ungeheuerlich, weil wir Interviewsituationen im deutschen Fernsehen hatten, die sich seither nicht mehr wiederholt haben, wie zum Beispiel ein Journalist der Bild-Zeitung, der dann ins Auto einsteigt und die Geisel Silke Bischoff fragt, der eine Pistole an die Schläfe gehalten wird, wie sie sich gerade fühlt. Ja? Ja, coole Reportage, die sozusagen dann auch, wie wir es erwarten konnten, eben zu kritischen Medienstimmen geführt hat. Okay, das heißt, ich verknüpfe auch damit einen bestimmten biografischen Hintergrund. Es hat mich eben gefreut, auch über dieses Video auch wieder zu arbeiten. Okay, jetzt aber zu meinem Thema. Noch nicht zeigen, bitte. Ich werde es kurz einführen und dann gucken wir das Video und dann komme ich mit meinen Überlegungen an Sie heran. Okay, Elfriede Jelinek, News from Home, 18.08.88, so der Titel meines Gegenstandes und Ausgangspunkt meiner Überlegung, wurde ursprünglich als eine Kunstinstallation der österreichischen Medienkünstlerin Wally Export für das Literatursymposium des Steirischen Herbstes realisiert. Und im Ausstellungskontext wird das Video unter dem Thema Das Ende des Politischen zur Verwandlung von Politik in Fiktion gezeigt. Was sehen wir in diesem Video? Wir sehen die Schriftstellerin Elfriede Jelinek in ihrem Wohnzimmer beim Betrachten und Kommentieren der österreichischen Nachrichtensendung, die es bis heute gibt, Zeit im Bild. Hier wird sie in diesem Video als Fernsehzuseherin nicht quasi natürlich, aber sie wird in Szene gesetzt, sie wird inszeniert und wir sehen sie, wie sie die wiederholenden Nachrichten betrachtet, also Nachrichten, die sich über den Tag hinweg variieren, aber die sie immer wieder aufs Neue
betrachtet, kommentiert. Wir sehen, wie sie selektiv das Gesendete rezipiert und sich dazu auf eine gewisse Art und Weise verhält. Und ich schaue mir das, wie sie sich verhält, ganz genau an und versuche, dieses Art Posieren auch zu historisieren, nämlich in Mediendiskursen über das Fernsehen. Wir sehen sie bei der schweigenden Betrachtung, wir verfolgen ihre Kommentare, die sie manchmal mit bitterer Ironie einstreut, und oft wiederholt sie das, was der Reporter eben gesagt hat, und versucht im ausgesprochenen Dialog mit den im Zimmer anwesenden Personen, also Wally Export und Kameramann oder Frau, wie, ich weiß nicht, wer da hier im Zimmer auch anwesend war, dem offiziellen Fernsehkommentar eine bestimmte Wendung zu geben. Diese Wendung, gleich vorweggenommen, ist nicht immer nur die der souveränen Intellektuellen, die alles durchschaut und so weiter. Und deswegen ist es sehr interessant und sehr wichtig, dass wir wissen, wie wir dieses Geiseldrama einordnen können und wie sich die Protagonistin dazu verhält. Das wird auch nochmal Gegenstand also ein eingehender Überlegung von mir sein. Das heißt, diese Wendungen und Endwendungen des offiziellen Fernsehtextes können als quasi Wiedereinschreibung der Position des vom Fernsehen passivierten und stumm gemachten Fernsehpublikums in das Medium Fernsehen gelesen werden. Das Video, was wir hier jetzt sehen, das verleiht dem Fernsehen ein Feedback, was gar nicht vorgesehen war, dass es das erhält. Aber es wird nur über dieses Video dementsprechend hergestellt, denn sonst, wenn wir den Fernseher auftreten, ist dieses Feedback von Fernsehzuschauerinnen konstitutiv unerwünscht, im Unterschied zu anderen interaktiven Formaten. Das heißt, von diesem Ausgangspunkt können wir aufschlussreiche, wie ich meine, Fragen um die Rolle von FernsehzuschauerInnen, das ist also meine medienwissenschaftliche Fragestellung, die ich hier an das Thema herantrage, aufgeworfen werden, Fragen, die von beiden KünstlerInnen auf ihre Weise bereits aufgeworfen worden sind, wenn man hier einen kleinen werkimmanenten Blick auf die beiden AkteurInnen wirft. Wally Export hat sich in ihrer kritischen Aufarbeitung der Medialisierung nationaler Identitätsdiskurse in ihrer Arbeit Transfer Identity von 1970 zum Beispiel mit der künstlerischen Überschreitung nationaler Einhegungsdiskurse auseinandergesetzt, und Elfriede Jelinek hat sich in ihren Theaterstücken seit Wolkenheim 88 mit dem Alltagskonsum verschiedener Medien beschäftigt. Fernsehen, Kino, Hörfunk, Internet sind nur vier davon. In diesem Kontext hat sie sich mit der Frage beschäftigt, welche Rolle sie als sogenannte gewöhnliche Fernsehkonsumentin oder alltägliche oder als Schriftstellerin respektive Intellektuelle im nationalen Fernsehkontext einnehmen kann oder könnte. Brigitta Burger-Utzer, die für Sixpack den Verleih von News from Home organisiert, macht darauf aufmerksam, dass die Schriftstellerin Elfriede Jelinek sich immer wieder öffentlich über ihr Fernsehverhalten geäußert hat. Sie schaut viel und quer, wie sie sagt, durch das österreichische Programm, selten jedoch zum Vergnügen oder als Erkenntnisgewinn. Vielmehr ist das TV-Programm eines ihrer beliebtesten Studienobjekte. Das ist sozusagen diese allgemeine Beschreibung des Videos, die ich etwas differenzierter und genauer betrachten möchte. Wir eröffnen diesen Film von Wally Export mit einer sogenannten Aufblende. Wir sehen eine Nahaufnahme, wir sehen die Elfriede Jelinek, die ihren Kopf auf den Stuhl zurückgesunken hat. Wir sehen aus dem, oder wir hören aus dem Off, besser gesagt, Musik. Wir können sie aber in diesem engen Bildausschnitt nicht zuordnen. Dann haben wir ein Fernsehinsert auf dem rechten Bild. Der Titel des Videos rahmt das Video quasi, indem er das Bild nicht unterbricht, sondern in das Bild eingefügt wird, das als Bewegtbild weiterhin so läuft. Der Titel macht also aus dem Videobild ein Zwischenfeld zwischen einem filmischen Paratext. Also ein Film beginnt nicht gleich von Anfang an, sondern hat meistens so Credits und dann kommt der eigentliche Film. Das nennt man Paratext, die Creditline eines Films, und dem Videobild aus dem eigentlichen künstlerischen Werk. Das heißt, das Insert, das hier von der Wally Export eingesetzt wird, ist ja schon das erste Spiel mit dem Fernsehen.
nämlich die Fernsehästhetik arbeitet genau mit dieser Insert-Ästhetik, um sowas wie die Verflachung von Übergängen herzustellen, der gleitenden Einstiege, nur keine harten Brüche, sondern immer nur sanfte Überlagerungen, dass das Bild eben gleich so weiterläuft. Wenn wir beim Fernsehen so Credits hätten wie im Kino, dann würden wir sofort, 1988 haben wir schon die Fernbedienung, umschalten. Das sind so Dinge, die man einfach wissen muss beim Betrachten des Videos. Das muss man auch wissen. Das Problem ist bei diesem Video oder bei vielen dieser Dinge, das auch weniger beleuchten, aber das lassen wir es, weil ich muss ja auch lesen können. Ich hoffe, Sie sehen das dennoch. Das sind so Stills aus dem Video, wie das jetzt hier. Also wir sehen hier in dieser Einstellung eine Nahaufnahme der Fernsehuhr. Wir sehen ja auch die Kommunikation zwischen Jelinek und Export, was die Synchronisierung der Uhr betrifft und dergleichen. Ich fasse nur noch zusammen, weil wir die Bilder auch hinten haben, was von Jelinek hier kommentiert wird. Sie sagt ja, absolute Spannung auf dem Höhepunkt, die haben das also wortwörtlich herausgeschrieben, absolute Spannung auf dem Höhepunkt und sie lehnt da ganz entspannt im Fernsehsessel und platziert praktisch am Anfang des Videos bereits diese ironische Distanzierung vom Fernsehen. Sie wartet also nicht gespannt, sondern versucht sich als entspannte Zuschauerin in dieser ironischen Distanzierung zu positionieren, zu verorten und sagt dann später noch eine Minute noch. Der Fernseher überträgt hier in erster Linie Radiosignale, wir sagen auch am Anfang des Videos Musik und so weiter, um den wartenden Fernsehpublikum das die Zeit zu vertreiben. Das heißt, es handelt sich sowas wie um die Herstellung einer medialen Aufmerksamkeit und es dauert sehr lange eigentlich in dem Video, bis einfach klar wird, dass sie eigentlich fernsieht. Ja? Also, das heißt, die Nahaufnahmen und so weiter, aber es ist vollkommen unklar, was hier eigentlich passiert aus dem Off, das wird nicht geklärt und auch nicht erklärt im innerdiegetischen In. Dann haben wir diesen Kameraschwenk und zum ersten Mal sehen wir den Fernseher zuerst das Bild. Jetzt benennt Elfriede Jelinek das Objekt der Aufmerksamkeit den Fernseher, indem sie sagt, ich zitiere, es wäre ein Wahnsinn, wenn der Fernseher jetzt seinen Geist aufgäbe. Jawohl, nicht für sie, sondern für das Nation Building der Nachrichtensendung, die dann gleich darauf folgt. Das heißt, die Frage ist, für wen wäre das eigentlich ein Wahnsinn? Für die im Sekundentakt hergestellte Aufmerksamkeit der Fernsehnation, die schon begierig darauf wartet, was sagt denn die Nachrichtensendung jetzt über das fürchterliche Geiseldrama, was uns schon vom Radio bekannt ist. Der wichtigste Punkt an dieser Uhr ist, das ist eine historisch unglaublich wichtige Uhr und das muss man auch verstehen und einordnen, auch in den Mediendiskursen, die sich um das Fernsehen rahmen. Denn die Synchronisierung des Alltags durch den Fernseher wird hier durch diese Uhr auch dementsprechend angezeigt. Diese mediale Transformation des Sozialen durch das Mediale ist eine Entwicklung, die bereits im frühen Fernsehen einsetzt und die Mediendiskurse des Fernsehens und die kulturelle Einbettung des Fernsehens massiv begleitet. Also wir wissen ja aus den einschlägigen Studien eben, dass das Fernsehen den Alltag synchronisiert hat, dass sich das Fernsehpublikum in seinen Gewohnheiten auf die Nachrichtensendungen und deren Ausstrahlungen einstellt und genau eben zur Tagesschau eben ist. Ja? Also sozusagen bestimmte soziale Gewohnheiten stellen sich auf die Programmstruktur des Fernsehens ein. Was die Jelinek hier macht, ja, also wir sehen hier quasi inszenierte Privaträume der Jelinek, das ist ganz spannend und so weiter, ja. Wir wissen nicht jetzt, was hier wie inszeniert ist. Faktum ist, dass wir ein mediales Setting haben, auf der einen Seite den Fernseher, auf der anderen Seite diesen Fernsehsessel, der sicher sehr teuer war, also ein Designstück, 1988 hat es sicher eine Stange Geld gekostet, wie auch immer. Es gibt einen Aufsatz auch, der auf diesen bürgerlichen Repräsentationsraum auch eingeht. Das mache ich hier nicht, das ist schon abgearbeitet. Mich interessiert vielmehr der Sessel aus einer medienhistorischen Sicht und platziere jetzt dieses Setting, mit dem das Video auf eine gewisse Art und Weise spielt, als das Fernsehen, als Entspannung
Und eine ganz wichtige Funktion, die das Fernsehen seit den 50er Jahren hat, es tritt ein in die kulturelle Reproduktion der Lohnarbeitskraft. Ja? Der Papa kommt von der Arbeit nach Hause, ist vielleicht etwas gespannt und so weiter oder frustriert und hat dann sozusagen Anspruch auf Entspannung, lässt sich in den Fernsehsessel fallen, während die Mama, Krankenschwester und Ehefrau, wie auch immer, dann sozusagen schon die Pantoffeln bringt und so weiter. Das ist alles das, was sozusagen sehr stark ja auch die Werbesendungen der Zeit markiert. Jedenfalls Fernsehen, Entspannung, das ist etwas, das hier kulturell in den 50er Jahren sehr stark aufgewertet wird. Und auch etwas anderes, was hier abgerufen wird, auch in dieser Werbung und Belfriede Jelinek, ist die Isolation des vereinzelten Fernsehzuschauers im Unterschied zum halböffentlichen Kinopublikum. Und da muss man eben wissen, dass zum Beispiel Günther Anders bereits 1956 die Rede führt, dass das Fernsehen einen bestimmten Typus von Menschen produziert, nämlich, wie er sagt, ich zitiere ihn, den vereinzelten Masseneremiten, ja, im Unterschied zum Kinopublikum. Das heißt, er stellt nach Günther Anders sowas dar wie einen negativen Familientisch. Das heißt, die Menschen verwandeln, transformieren sich durch das Fernsehen, durch das Massenmedium Fernsehen zu Massenmenschen, vereinzeln aber durch die Art und Weise des Fernsehkonsums. In diesen Höhlen der Vereinzelung wird das Publikum zum Masseneremiten. Der Fernsehapparat wird nach Anders zum gemeinsamen Fluchtpunkt der Familie statt zum gemeinsamen Mittelpunkt. Das schreibt er in Die Antiquiertheit des Menschen aus dem Jahr 56, wie auch dieses Bild zeigt. In dem Videosetting zwischen Export und Jelinek wird das, dieses Setting der Vereinzelung aufgelöst. Wie, das verrate ich Ihnen in ein paar Minuten. Vorher möchte ich ganz kurz nur auf einen anderen Diskurs eingehen, der nicht dystopisch ist wie der von Günther Anders, sondern affirmativ, der sich eher ansiedelt in den Haushaltszeitungen der Zeit, die zu einem wesentlichen Punkt kommen. Das findet sich auch, den Spiegel hat dieses Bild und viele andere eingehend untersucht. Das läuft alles unter dem Titel Family Circle. Die wird sich in den 50er Jahren heraus. Der Fernseher ist immer Mittelpunkt des Geschehens, ganz bewegt wird, ersetzt den Kamin. Das ist übrigens auch eine nette Anspielung auf das moderne Lagerfeuer eben. Und die Familie ordnet sich, konstelliert sich um diesen Fernseher herum. TV Circle, Family Circle ist ein Klischee, das in dieser Zeit in den Lifestyle-Zeitungen entsteht. Ich fasse es pointiert zusammen. In den Nachkriegsjahren wurde der Fernseher zu einer zentralen Figur in den Darstellungen der Familienverhältnisse. Er wandert sozusagen in die Familienporträts ein. Fernsehen war der große Familienentertainer, der versprach, Mama, Papa und die Kinder wieder zusammenzubringen unter dem Begriff der Togetherness, der auch hier ganz stark diese visuelle Kultur des Fernsehens geprägt hat. Der Fernseher wurde zum häuslichen Objekt. Meistens wurde er versteckt als Schrank. Man hat so Angst gehabt vor diesem technischen Ding und hat es möglichst versucht, wieder zu verbergen, um es als häusliches Objekt zu integrieren. Und 1954 ist es das McCall's Magazine, das den Begriff Togetherness prägt. Und dieser Begriff, der sehr stark migriert, der organisierte das Familienleben vorwiegend in der Sprache räumlicher Vorstellungen, Nähe, Distanz, Isolation, Integration und so weiter. Man kann es so zusammenfassend sagen, seit dem entstehenden Mediendiskurs der 50er Jahre bezüglich des Fernsehens wurde das Fernsehen selbst zum kulturellen Symbol des Familienlebens schlechthin stilisiert. Und man sah es, das Fernsehen als eine Art Haushaltsklebstoff, der versprach, die im Krieg zersplitterten Familien wieder zusammenzusetzen. Das heißt, vom Fernsehen erwartete man sich eine restaurative Wirkung. Mit dem Fernsehen wird ein kultureller Raum geschaffen, der jenseits der Arbeit liegen soll und eben versprach eben, diese Familien dementsprechend wieder zusammenzubringen. Das heißt, in diesem Reich der Freizeit und der persönlichen Freiheit soll die Familie wieder zu sich selbst finden und sich durch das Fernsehen auch auf eine gewisse Art und Weise regenerieren. Lynn Spiegel schreibt, macht ja empirische Untersuchungen auch, was die Befragung von
Lifestyle-Magazinen betrifft, das gebe ich nochmal kurz zurück, und sagt, befragt das historische Fernsehpublikum und sagt, früher war das so, sagt eine Dame, dass mein Mann erschöpft von der Arbeit nach Hause gekommen ist, gegessen hat und sofort ins Bett gegangen ist. Mit dem Fernseher schaffen wir eine Art neue familiäre Vertrautheit. Wir sitzen noch eine Stunde zusammen am Fernsehen und er geht es dann ins Bett. So also diese affirmativen Fernsehdiskurse. Um das zu verstehen, was jetzt sich hier ereignet, wenn die Jelinek das kommentiert, müssen wir einfach verstehen, was ist eigentlich die Institution Fernsehen als Kommunikationsraum, als politischer Raum, als Generator einer öffentlichen Meinung. Wie wird sozusagen das Ganze hier auch im Fernsehtext in Szene gesetzt? Und was kann man sozusagen als Videoregisseur, was könnte man hier auch falsch machen quasi? Und das möchte ich auch hier kurz benennen. Ein anderer Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist, ist, den Fernseher hier nicht als Content-Lieferanten in Szene zu setzen, das geht an die Adresse von Export, sondern genau zu schauen, dass man eben die Funktionsweise der televisuellen Übertragung von Bildern durchquert, subversiv durchquert. Das geht bereits in diesem oberen Arrangement, geht es darum, dass man zum Beispiel den Fernseher nicht im Dunkeln inszeniert, sondern dass man das Tageslicht so auf die Fernsehscheibe scheinen lässt, dass es eben hier reflektiert. Der Fernseher wird auch zum Spiegel von der Protagonistin Jelinek. Das ist ein subtiles Statement, dass man sich nicht darauf einlässt, einfach eins zu eins dieses Fernsehbild im Video zu reproduzieren. Das heißt, im Fernseher spiegelt sich Elfriede Jelinek. Das Zuschauen wird also Teil des Fernsehereignisses. Das ist kein reines, steriles Bild, das einfach so abgefilmt wird. Das ist extrem wichtig. Das wäre ein riesiger Fehler, wenn man das eins zu eins hier abfilmt. Und das ist hier ein ganz anderer Bezug, wenn das Gesicht oder ein Körper, sozusagen ein Körper der Protagonistin, die hier versucht, das Fernsehbild subversiv zu durchqueren, sich auch in diesem Bild vollzieht. Die Rezeption wird hiermit auch visuell vollzogen. Das heißt, diese Einstellung, die wir hier oben sehen, die etwas unscharf ist, aber extrem wichtig ist, durchkreuzt das Fernsehbild, nämlich auch durch diese Beleuchtungstechnik, die scheinbar keine ist, indem der Fernseher zum Spiegel wird, wird dieser Fernseher auch in seiner Materialität sichtbar, nämlich als ein Übertragungsmedium, das quasi hier eine Art visuelles Rauschen in der Reflexion des Tageslichtes offeriert. Und diesen Aspekt natürlich, das Übertragungsmedium Fernsehen, blenden wir immer aus, wenn wir Fernsehen. Der Fernseher selbst als Materialität ist uns vollkommen egal. Wir wollen eben nur die Dancing Stars sehen, den Inhalt sehen, aber nie die Form des Mediums. Ja. Das bringt mich zur folgenden Überlegung. Weil die Export eröffnet mit ihrem Video News from Home, also nicht nur ein experimentelles Spiel mit diesen unterschiedlichen Fernsehtexten, ja, wie zum Beispiel Arbeitslose gehören gehängt und so weiter, wie immer, sondern thematisiert auch das Fernsehen als Medium, nämlich hinsichtlich seiner Materialität und seiner materiellen Bedingungen, so einen Fernsehtext überhaupt übertragen zu können. Wenn ich das noch stärker auslichte, sehe ich überhaupt nichts mehr auf diesem Fernseher und so wandelt diesen Fernseher eigentlich in sowas wie ein Radio. Das heißt, sie thematisiert das Medium Fernsehen, indem sie sich von seinem üblichen Gebrauch abwendet, indem sie das Fernsehbild durchquert und einen anderen Bezug zu ihm aufbaut. Also nicht mehr Family Circle und dann habe ich die Tiefenschärfe und dann weiß ich immer noch, was der Fernseher eigentlich anzubieten hat als Inhalt. Und dieser andere Bezug, dieses abweichende Bezugsverhältnis ist hier durchaus räumlich zu verstehen und impliziert die Frage, wie wir uns zu den Medien verhalten, wenn wir von ihnen eine Übertragung von Bildern, das heißt einen Informationsanschluss erwarten oder respektive an sie herantragen. Gewöhnlich ist es so, das heißt, die Frage ist, wie filmt sie eigentlich diesen Fernseher? Das heißt, es ist alles entscheidend, wo positioniere ich diese Kamera? Schräg, von der Seite, was will ich zeigen, das ganze Fernsehbild? Also das ist ein ganz wichtiges Arrangement, praktisch das Kamerasetting, die Wahl der Einstellung und so weiter, die extrem wichtig ist und hier inhaltlich aufgeladen ist. Das heißt,
Oder respektive, wie positioniert sich die Jelinek zu dem Fernseher? Sie positioniert sich so, wie ein braver Fernsehkonsument auch da sitzt, ja, oder da zu sitzen hat, nämlich face to face, frontal zum Fernseher. Da kann ich am besten etwas sehen. Die Export macht das aber anders, weil wir eine zweite Beobachtungsanordnung hier natürlich auch drinnen haben. Das heißt, um das Fernsehen und seine Anrufung zu konsumieren, müssen wir gewöhnlicherweise eine Face-to-Face-Haltung einnehmen. Das Fernsehbild ist relativ schwach, ja, und lässt es also nicht zu, dass wir es seitlich konsumieren. Wir müssen es frontal sehen. Anders als im Theater. Im Theater kann ich sozusagen auch ganz links oder ganz rechts sitzen und habe immer noch einen wunderbaren Blick zur Bühne. Das verliert nicht an Schärfe, ja, vielleicht an Übersichtlichkeit. Ist im Kino auch so. Wir wissen, dass im Kino man immer die Blickachse hin dramatisiert. Wie auch immer. Also, um das Fernsehen und seine Anrufung zu konsumieren, müssen wir eine Face-to-Face-Haltung einnehmen, frontal gegenüber dem Fernsehen Platz nehmen. Platz beziehen, sich also innerhalb des Fernseh, sieht man hier auch, des Fernsehsettings positionieren, damit das Fernsehbild möglichst wirkmächtig sich auf uns beziehen kann. Man kann sagen, dieses Blickregime und diese Anforderungen und Zumutung, die das Fernsehen an den Betrachter richtet, durchquert Export, indem sie sich als Beobachterin einer Beobachterin platziert, die beim Fernsehen gefilmt wird, nicht allerdings über die Schulter, das könnte sie ja auch machen, ja, das wäre ganz schlecht, ja, wenn man das sozusagen über die, also einen Over-the-Shoulder-Shot macht und das dann sozusagen aus ihrer Perspektive filmt. Und ich werde auch erklären, warum das politisch gesehen jetzt eine prekäre Einstellung wäre. Indem sie sich also als Beobachtung einer Beobachterin platziert, die beim Fernsehen gefilmt wird, nicht allerdings über die Schulter, nicht in einer gleichbleibenden Tiefenschärfe, wo man sagt über die Schulter, dann ist das Fernsehbild noch scharf, die das Fernsehbild, wie ich meine, mit dem Zuschauer versöhnt und uns als dritte Beobachter die gleiche Sicht quasi mit der Jelinek teilen lässt. Also keine Subjekte, keine teilnehmende Perspektive auf das Fernsehen, die wir dann praktisch in einer Verschwesterung mit der Jelinek teilen würden, sondern die Aufnahme ist hier schon als eine distanzierende Geste zum Fernsehen zu verstehen. Die Kameraaufnahme ist für mich eine Geste, eine visuelle Geste, aber auch als Begründung eines politischen Verhältnisses zum Fernsehen, das vom Video gar nicht immer so ernst genommen wird. Ja? Das sollte man auch sehen. Die reden irgendwas und dann geht die Kamera eben mit Schwenks rüber, verlässt oft, sozusagen, sie folgt dem Fernsehen gar nicht, sie hat das Interesse verloren an dem. Die Aufmerksamkeit. Das Fernsehen versucht immer Aufmerksamkeit zu generieren und uns zu fesseln. Das nennt man Immersion, hineingezogen sein. Die Kamera normalisiert, sie migriert zwischen diesen beiden Positionen. Das heißt, der Fernseher und sein Bild, das wir kaum sehen, es spiegelt, es ist unscharf, die Leute sind ja auch, wie man hier rechts sieht, wirklich gut zu sehen und so weiter. Das Einzige, was wirklich gut übertragen wird, ist eigentlich der Ton. Der Fernseher und sein Bild werden oft übergangen, pardon, werden oft übergangen, an den Rand gedrängt, beiseite geschoben, in das Off gedrängt, wie am Anfang des Videos. Das heißt, dem Aufmerksamkeitsmagnet Fernsehen wird eine Beiläufigkeit attestiert, also kein Nation Building zwischen dem Fernsehen und der Jelinek wird mit der horizontalen Blickachse gespielt. Dazu verhält sich die Position von Export vertikal. Ja? Das heißt nicht, dass auf Face-to-Face, sondern eine vertikale Blickposition. Und hier haben wir oft den Fall, dass diese Blickposition das Fernsehen in ein akustisches Medium transformiert, das heißt in die Rumpfform eines Radios, den das Bild abhanden gekommen ist. Ja? Wir hören oft nur den Fernsehsprecher, aber das Bild ist irgendwie im Kameraschwenk verloren gegangen. Das heißt, dennoch kreist die Kamera immer wieder über das Fernsehbild, wie beiläufig, unregelmäßig, um spezifische Funktionsweisen, wie zum Beispiel eine Schlagzeile, die didaktisch ist, ja, die ein Bild dann nochmal vereindeutigen soll, irgendwie, um diese spezifischen Funktionsweisen des Fernsehtextes einzufangen. Ganz wichtig, und was wichtig ist, ist ja nicht nur der subversive Kommentar von der Jelinek, ja, es wäre viel zu kurz gedacht, sondern wir müssen das eben als visuelle Strategie, als Dialog zwischen diesen beiden auch, wie sie sich einlassen, dementsprechend verstehen. Oder also als relevant ansehen. Und in dieser Sichtweise ist das Fernsehbild nie sauber, nie rein,
deckt sich nie mit dem Videobild. Es bleibt brüchig, schwankend, der Handkamera überlassen, rundet sich also nicht ab mit dem Videobild, bleibt fragmentarisch und auf ihm zeichnen sich, das wäre praktisch das Rauschen des Mediums, das hier auch dementsprechend subtil inszeniert wird, und auf diesem Fernsehschirm zeichnen sich immer diese Reflexionen, Spiegelungen ab vom Tageslicht, von der Fernsehzuschauerin, vom Zimmer und so weiter. Das heißt, mit diesen Einstellungen macht die Export auf das Medium Fernsehen und seine Materialität als Übertragungsmedium aufmerksam. Es erhält dadurch das Fernsehen, nämlich der Fernsehapparat, eine Art subversiven Körper und kann von seiner ursprünglichen Funktion, was ist die ursprüngliche Funktion des Fernsehens, zum Beispiel das Leben und die Freizeit zu synchronisieren oder zu normalisieren, dass im Tagesschau alle plötzlich ganz halb Deutschland eilt zum Esstisch und so weiter, das eben aufeinander abzugleichen. Genau. Jetzt, ich muss immer hier die PowerPoint-Präsentation springt immer nach hinten. Und das würde ich als erste Ermöglichung dieses Videos ansehen, nämlich eine Art der Medienreflexion, das Nachdenken über das Fernsehen als Übertragungsmedium. Und meine Idee ist es hier, die Medienreflexion stark zu machen, denn die ermöglicht uns überhaupt erst, Medien als Medien wahrzunehmen. Dazu ein Beispiel. Beim Fernsehen wollen wir gewöhnlich die gewählte Sendung ansehen. Wenn der Fernseher eine Empfangsstörung hat, werden wir in der Regel versuchen, diese zu beheben, um weiter fernsehen zu können. Das heißt, wir nehmen das Rauschen am Bildschirm als Störung wahr, die unseren Fernsehkonsum behindert. Andererseits bemerken wir erst durch die Störung, also das Bild hat rauscht und so weiter und es ist kaum etwas zu verstehen, dass der Fernseher ein Übertragungsmedium ist. Das wollen wir beim Mediengebrauch gerade nicht wahrnehmen. Das heißt, die Störung ermöglicht uns die Wahrnehmung des Fernsehers als Medium. Und genau diese Störung, diese Veruneindeutigung ist ja das, was ich als visuelle Strategie dieses Videos auch hervorheben möchte. Das heißt, im Mediengebrauch blenden wir eigentlich den Fernseher als Hardware aus und er ist für uns sowas wie Sibylle Krämer es beschreibt, ein blinder Fleck im Mediengebrauch. Das heißt, Medienbenutzer vor den Bildschirmen oder Lautsprechern wollen also im Grunde, dass das technische Medium selbst, unabhängig davon, ob es sich bei den Sendungen um Botschaften über wirkliche oder fiktive Dinge, Stichwort Dancing Stars und so weiter, oder Nachrichtensendungen handelt, einzig als ein möglichst gewissenhafter, ebener, nicht verzerrender Spiegel fungiert, der zwar durch seine jeweiligen Rahmen eine stets irgendwie, sagen wir mal, bedeutsame Auswahl inszeniert, die aber von dem einmal Ausgewählten nichts weglassen, hinzufügen oder abwandeln soll. Ein Spiegel, also der in seiner eigenen Körperlichkeit, wenn man so möchte, möglichst unsichtbar, also hinter der Spiegelung verborgen bleiben soll. Und ich denke eben, dass das eben zu einer dieser wesentlichen subversiven Durchquerungen des Nation-Building-Fernsehens hier ist. Nachrichten gehören ja auch als Format hier dazu. Jetzt gehen wir kurz weiter in den Bildern. Ich habe mir da komme ich noch später dazu. Ganz chronologisch vielleicht noch durchgehen. Wir haben die erste Meldung eben in diesem Video, das Gladbecker Geiseldrama in Deutschland. Wir haben das Finale, den Ausgang dieses Geiseldrama hier in der Berichterstattung. Und während dieser Meldung macht die Kamera einen Rückwärtszoom. Sie beachtet also nicht das Nachrichtenereignis, das die Nation im Bann hält, sondern schenkt dem Ort der Rezeption mehr Aufmerksamkeit. Also geht dann sozusagen in so Nachnahmen von Elfriede Jelinek über. Das heißt, die Frage ist hier mit der Kamera kommuniziert, wohin wird eigentlich das Geiseldrama übertragen? Also nicht Sender, nicht das Fenster zur Welt, als der Fernseher sonst gilt, steht hier im Zentrum des visuellen Arrangements, sondern sie versucht, dieses Fenster zur Rezeption, zur Zuschauerin, also zum Empfänger, dem das Ereignis übermittelt wird, zu eröffnen.
Der Rückwärtszoom zeigt uns aber auch, schauen wir uns einmal genauer an, zu wem eigentlich die Nachricht übermittelt wird. Genauigkeit ist hier so keine Form der Nahaufnahme, sondern Genauigkeit, also hinzuschauen, sondern der Distanznahme. Das heißt, die Kamera etabliert Übersichtlichkeit. Wir haben hier dann zum Beispiel das erste Mal einen sogenannten Establishing Shot. Sie zeigt den Raum des Fernsehens zu Hause, also auf der anderen Seite, und macht sozusagen ein nationales oder internationales Ereignis der deutschen Kriminalgeschichte zu etwas, das in diese sommerliche Wohnung übertragen wird. Wir sehen geöffnete Türen, ein einzelner Fernsehbeobachter ist bei sich zu Hause, ruhig, abgeschieden, friedlich. Und auf der anderen Ebene haben wir hier ein Fenster zur bürgerlichen Repräsentationswohnung der Elfriede Jelinek. Das heißt, ein Einblick ins Private, quasi eine ungezwungene Haltung am Designermöbel, geschmackvoll eingerichtet, eine Beobachtungsanordnung, die sich scheinbar etabliert hat. Ja, Fernseher steht dort, der Sessel steht auch immer dort in der Einheit. Das heißt, ein mediales Setting, das sich in den meisten Haushalten wiederfindet. Das heißt, das Medium Fernsehen gehört zur Inneneinrichtung und prägt das Arrangement der häuslichen Innenwelt, der bürgerlichen Innerlichkeit, die Art und Weise, also wie wir unser Leben führen und zeitlich ordnen. Das Fernsehen ordnet unseren Alltag also zeitlich und räumlich. Und gegen diesen Einblick in das Private gibt es natürlich auch bestimmte Mittel, die hier inszeniert werden, um das eben auch zu hintergehen. Denn dieser Blick ins Private ist immer ein voyeuristischer Blick, und wir sehen dann später sehen eben, wie Elfriede Jelinek versucht, sich dem auch auf eine gewisse Art und Weise zu entziehen. Das Wichtigste ist für mich, das habe ich schon am Anfang angedeutet, dass die Art und Weise, wie diese Performance hier in Szene gesetzt wird, keineswegs souverän ist, eines Intellektuellen, der alles über allem steht, sozusagen auf einer Metaebene ist und souverän von dieser kritischen Distanz aus agiert. Und ich habe das Bild jetzt hier genannt, die gefesselte Zuschauerin, denn die Zuschauerin Elfriede Jelinek ist tatsächlich auch gefesselt von dem, was sie hier sieht, das erste Mal sieht, und nicht souverän, ironisch, zynisch sozusagen zu diesem Ereignis sich verhalten. Und das kann man erkennen auch an dem, wie sie sich als Körper dazu verhält. Ja? Zuerst sozusagen diese lässige, entspannte Haltung, und dann, als dann näher über das Geiseldrama berichtet wird, beugt sie sich also vor und macht das Gleiche wie der historische Akteur aus dem Bild hier unten sozusagen. Also sie konsumiert das Fernsehen auch als Aufmerksamkeitsmarker und sagt dann in dieser Szene, komisch, dass dann ein Amateurfilmer da ist. Das heißt, der Kommentar wird nicht nur aus der entspannten Souveränität vorgetragen, sondern Jelinek schwankt hier zwischen ironischer Distanz und Betroffenheit. Sie regiert bei der Berichterstattung des Geiseldramas betroffen, indem sie zum Beispiel sagt, Wahnsinn, den Kopf schüttelt und dergleichen. Das heißt, sie verlässt ihre entspannte Situation, beugt sich nach vor, und dann gibt es die darauffolgende Meldung zum Tod eines staatlichen Repräsentanten, wo sie dann wieder sozusagen in ihre Rolle zurückfindet und sagt, und quittiert diesen Tod mit den Worten wieder einer weniger und kommt wieder in diesen Ironiegestus hinein. Wir könnten diese Art und Weise des intermedialen Dialogs auch sehen als also ein nicht vorbereiteter Kommentar von Elfriede Jelinek als Bedeutungsverschiebung im Sinne von Bedeutungssubversion, im Sinne von einem gegen den Strich lesen, einem oppositionellen Lesen, das heißt gegen den dominanten Lesetext. Und hier könnte man sagen, gesprochenes Wort versus gesprochenes Wort als Widerrede fließt hier in das Video ein. Man könnte jetzt hier noch viele Zusammenhänge ziehen zu den Positionen der Cultural Studies, zu Stuart Hall, die eben versuchen, das dominante Lesen, wie soll man sagen, als das hegemoniale Lesen zu kodieren und demgegenüber das oppositionelle Lesen stark zu machen, als affirmative oder emanzipatorische Praxis des Fernsehtextes und
Ich glaube, das ist auch der Grund oder der Ausgangspunkt dieses Videos. Ich bin immer noch bei dem intermedialen Dialog. Die Theaterwissenschaftlerin Katharina Bebny hat ja in ihrem Aufsatz, den ich auch bekommen habe, das ist praktisch einer der ganz wenigen Texte zu diesem Video, der heißt Import-Export Jelinek, einleitende Bemerkungen zu Valley Exports Elfriede Jelinek News from Home, mit der im Video thematisierten bedeutungssubversiven Rolle beim Fernsehen hat sie sich auseinandergesetzt und kommt zum Schluss, dass, ich muss jetzt kurz was trinken, damit ich mich weniger verspreche, der Mund ist schon ganz trocken, und kommt zum Schluss, dass, ich zitiere sie, das Zusehen, also was wir jetzt auch im Video gesehen haben, kein passives Aufnehmen vorgefertigter Bilder und Inhalte mehr ist, sondern als Tätigkeit gesehen werden muss, die unterschiedlich gefüllt werden kann. Elfriede Jelineks Inszenierung als Zuseherin wird durch das Kommentieren ergänzt und tritt als Handlung, als Akt des Auswählens und Bedeutungsgebens ins Bewusstsein. Das heißt, durch den Kommentar des Kommentars, so die Autoren weiter, entspinnt sich ein Diskurs, der in den Zusehenden fortgesetzt werden kann. Das heißt, der Akt des Zusehens tritt an die Stelle, an der vormals der künstlerische Schöpfungsakt stand. Und sie sagt dann weiter, ich stelle mir vor, dass Jelineks Home zum kollektiven Home wird, denn viele Zusehende sehen News from Home und Jelinek selbst wird darin, stelle ich mir vor, zur idealen, imaginären Dialog oder genauer Monologpartnerin. Sie spricht aus, was ich und viele andere sich denken könnten. Das heißt, die Politik der Vorstellung von News from Home so erschafft, stelle ich mir vor, die sozusagen imaginäre Gemeinschaft von kritisch-intellektuellen ÖsterreicherInnen. Gut, Zitat Ende. Das heißt, umgesetzt ist auf das, was ich jetzt beobachtet habe an dem Video. Diese Perspektivierung führt uns zur visuellen Geste der Adressierung in Exports-Videos, im Video. Denn immer gibt sich Jelinek nicht mit der Position zufrieden, alleine als Zuseherin abgefilmt, bei sich zu Hause isoliert, als weibliche Zuseherin abgefilmt zu werden, sich also gegenüber der Kamera passiv zu verhalten oder als quasi natürlich zu verhalten, als ob keine Kamera im Raum anwesend wäre, sondern die Jelinek sucht den Blick der Regisseurin gleich am Anfang des Videos, bricht also mit dem üblichen Illusionsraum des voyeuristischen Blicks, der gewöhnlich mit der Kamera verschmilzt, und bricht auch mit der Illusion, dass wir es sind, die als Voyeure der subjektiven Kamera die Privatwohnung der Jelinek betreten würden oder könnten. Das heißt, Jelinek versucht, diesen voyeuristischen Blick und das Beobachtetwerden aufzubrechen und blickt an der Kamera vorbei auf jemanden, der hinter der Kamera steht und selbst nicht ins Bild kommt, also Valley Export. Und dieser Dialog ist nicht nur ein Teil von Alltagskommunikation über die Uhrzeit, also zum Beispiel, wie geht deine Uhr, geht sie vor oder zurück und so weiter, sondern dieser Dialog ist nicht nur sondern versucht, eine konspirative Nähe herzustellen, damit nicht der Eindruck entsteht, Jelinek wäre mit ihrer Interpretation allein und isoliert, nämlich at home, sondern Jelinek offeriert ein Feedback. Das Fernsehen erhält also im Video von Valley Export also einen Rückkanal. Also zunächst einmal wollte ich ganz wichtig sagen, eben, dass diese Art und Weise des Zurückblickens in die Kamera natürlich ganz wichtig ist, um nicht diesen Eindruck entstehen zu lassen, dass sie sich jetzt hier doppelt, dreifach passivieren würde. Also sie durchbricht diese Konvention des Abgefilmtwerdens und macht es diesem voyeuristischen Blick dementsprechend auch schwer. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Jelinek durch ihren Kommentar ein Feedback offeriert. Das Fernsehen erhält also nur durch dieses Video von Valley Export einen Rückkanal, das es sonst im Grunde nicht hat. Ein Feedback, das das Fernsehen so nicht vorgesehen hat. Ein Fernsehen ist eine eindimensionale Maschine.
Das heißt, dass das Video erst dieses Feedback ermöglicht, sagen wir also, indem es den Medienkanal wechselt, ein anderes Register sucht und sowas herstellt wie Kritik, Distanzierung, also eine Art der dissidenten und abweichenden Bedeutungsproduktion, das dem der gesellschaftlichen Einrichtung und der kulturellen Bedeutung des Fernsehens radikal widerspricht. Denn Fernsehen hat diese Dissidenz, diese minoritären Praktiken des gegen den Strich Lesens nie zugelassen, weil das Fernsehen freilich kein neutraler, interesseloser Medienkanal ist, sondern ein kultureller, sozialer und politischer Apparat, der folgende Funktionsweisen aufweist. Für mich ist also ganz wichtig zu sehen, warum das subversiv ist, warum das wichtig ist, dass sie widerspricht, dass sie den Journalisten, während er spricht, ins Wort fällt und so weiter. Also warum diese Überlagerungen geben soll. Weil, wenn der Haider gezeigt wird bei Zeit im Bild, da niemand ist im Bild und niemand im Fernsehen ist, der widerspricht. Es sind sozusagen immer Jubeleinstellungen und Jubelformate und Inszenierungen. Das heißt, das Fernsehen ist im Sinne des Nation Building ein einseitiger Medienkanal. Es dient beinahe ausschließlich zur Verteilung oder Distribution und nicht, wie es bereits Bertolt Brecht in seiner Radiotheorie formuliert, als Kommunikationsapparat. Aber hier wird kommuniziert, ja. Aber nur durch dieses Videoarrangement und durch diese zusätzliche Beobachtungsanordnung. Fernsehen ist ein One-to-Many-Kanal. Einer sendet und möglichst viele gucken die Sendung an. Ein Sender, viele, die Masse, stumme Empfänger. Also keine Feedback-Schleife, keine Interaktivität. Und das Fernsehen wurde seit Brecht, Enzensberger bis Baudrillard und so weiter zum Gegenstand einer kritischen Medienlektüre. Und Fernsehen ist, wie Jean Baudrillard es formuliert, ein Medium, das sozusagen eine Rede ohne Antwort nicht nur einfach so anbietet, so man sagt, okay, das ist halt so, gehe ich halt zum anderen Medium, sondern es ist etwas, das die Rede ohne Antwort politisch etabliert. Ja? Und sozusagen, also denken wir an den Volksempfänger, Führer, Gefolgschaft und so weiter. Im Grunde ist es eine mediale Situation, die man überlagern kann mit einer politischen. Und genau in diesem Sinne ist das Fernsehen ein politisches Medium, das keine Gegenrede und keinen Pluralismus der Meinungen zulässt, also ein Monomedium, das zur Homogenisierung der politischen Meinungsöffentlichkeit ganz, ganz wesentlich beiträgt. Und deswegen ist dieses Video auch dementsprechend wichtig, auch so kleines scheinen mag, oder so unauffälliges daherkommt. Und in diesem Sinne stabilisiert das Fernsehen, fünfter Punkt, eine bestehende Gesellschaftsordnung, für die Prozeduren so einer normalisierenden, immer wieder Herstellung kultureller Hegemonie. Hier fungiert das Fernsehen als ganz, ganz wichtiger, einseitiger Medienkanal, um eben das Verhältnis dementsprechend zu stabilisieren. Diese Medialisierung des Politischen, zum Beispiel durch Zeit im Bild, versucht Export zu thematisieren. Wir sehen praktisch links der Fernseher, das ist der Produktionskontext, und links die Strategie, links die Strategie, die mediale Vorgabe, auf die Jelinek natürlich keinen Einfluss hat. Das ist eine Programmstruktur, die läuft ab einfach. Und deswegen ist das Fernsehen souverän und deswegen ist die Position der Jelinek taktisch. Weil sie die Jelinek hat die Nachricht nicht gemacht, sie kann sozusagen nur auf eine gewisse Art und Weise sie subversiv durchqueren. Also rechts die Empfängerin der Botschaft, dazwischen, ganz wichtig, dazwischen gibt es einen Raum, der von Export durchmessen wird, durch Kamerabewegungen. Und sie beobachtet dieses Verhältnis und mit dieser neuen Konstellation macht sie klar, dass die Wiederholung, die Aufnahme dieser Fernsehsendung immer auch, das ist ganz wichtig, deswegen muss man dieses Video auch auf YouTube setzen und verteilen, dass diese Wiederholung, dieser Kommentar immer die Möglichkeit von Veränderung beinhaltet, vorausgesetzt diese Wiederholung von Jelinek, diese Intervention, wenn Sie so möchten, verlässt die Isolation der häuslichen Sphäre oder des Kunstraums und erhält den Außen. Und das erste Außen ist der Blick, den Jelinek zurückschickt, das heißt den Innenraum
aufbricht und diesen Illusionsraum eben durchquert. Das findet sich auch in anderen feministischen Videoarbeiten immer wieder, nämlich das sich Entwinden der voyeuristischen Kameraarbeit. Gut. Ich glaube, ich rede ja schon lange und muss jetzt auch langsam zum Schluss kommen. Wenn Sie mir noch 5 Minuten geben, ist es zu viel schon. Okay, alles klar. Ich habe mir Mühe gegeben, einfach viel geschrieben. Ich habe mir gedacht, wer weiß. Aber ich weiß, dass ich auch auf Vorrat geschrieben habe und insofern möchte ich einfach kurz den Schluss suchen. Das sollte kein Problem sein. Sekunde. Ja, ich glaube, im Grunde könnte man das hier als Schlusswort nehmen. Betreffend noch den intermedialen Dialog, genau, möchte ich vielleicht 2 Sachen noch abschließend anmerken, nämlich bezogen auf das Video bedeutet es für mich vor allem zweierlei. Einerseits geht es hier in diesem Video um die verschiedenen Möglichkeiten, sich durch Alltagsdiskurse und Kommentare und so weiter sich das Fernsehen anzueignen und auch darauf hinzuweisen, dass die Diskurse, die über das Medium geführt werden, natürlich auch immer die Wahrnehmung auf dieses Fernsehen verändern und versuchen, das auf eine gewisse kulturell subversive Art und Weise zu etablieren. Das heißt, wenn sie geteilt werden, andererseits ist damit auch klargestellt, dass diese News from Home, also als titelgebendes Beispiel, sich auch auf die News beziehen, die Elfriede Jelinek von sich zu Hause an uns kommuniziert, indem sie das tut und bewusst mit den Regeln der Kamera als Instrument der Beobachtung bricht, macht sie auch diesen News, die an sie als Fernsehpublikum herangetragen werden, etwas anderes, als der Sender den Nachrichten identiert hat, also beabsichtigt hat. Sie sorgt mit ihrem Kommentar also dafür, dass der intrinsisch geschlossene, homogene, ohne Feedback versehene Fernsehtext aufgebrochen wird, in seiner Bedeutung umgekehrt und umfunktioniert werden kann, nämlich auf radikale und vollkommen verkehrte Art und Weise, aus der Betroffenheit, die zum Beispiel der Bericht über den Bankräuber Ronny hinterlassen sollte, macht Jelinek eine vom naheliegenden Inhalt eine abweichende Performance. Das heißt, an die Stelle der bewertenden Moralisierung des im Fernsehen vorgeführten infamen Subjekts rückt sie einen quasi subtil heroisierenden Diskurs der Romantisierung und der Sexualisierung. Sie sagt dann, der sieht aber nicht schlecht aus, der Bankräuber, den sie aber im Kommentar selbst aufbricht und sich davon distanziert. Sie sagt jetzt nicht wirklich, das sieht gut aus. Sie überlegt sich nur, was kann man hier als Kontradiskurs ins Spiel bringen, um die Geschlossenheit der moralisierenden Fernsehdiskurse aufzubrechen. Es ist ja kein authentisches Bekenntnis jetzt, dass man sagt, es ist also der Typ von Jelinek, den sie wirklich gut findet. Und es ist ganz wichtig, dass sie damit, mit dieser Art der ironischen Brechung ihrer eigenen Position, keine authentische Diskursposition bezieht, die sie dann aus Überzeugung teilen würde, wo sie sagt, ja, ich stehe dazu, ich finde Ronny super, sexy und so weiter, sondern sie spielt mit diesen Rollen und Erwartungen, die das Fernsehen in seinen Adressierungsfunktionen und Formen an das Publikum heranträgt und imaginiert sich immer wieder aufs Neue so rhetorische Manöver, taktische Kommentare, welche sie an diese unwidersprochene Souveränität des Fernsehtextes heranführen möchte, um es eben, um diese eben aufzubrechen. Vielen Dank.